Willkommen zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies. Wir machen jetzt das New Game Plus oder nicht zumindest. Also, vielleicht erklärt er es auch schon. Ich hab's auch wenn im letzten Part schon erklärt. Mann, da kommen immer mehr von diesen Zombies. Diesmal wähle ich ein paar Samen für dich aus. Ich wähle diese drei. Ja, wir kriegen drei Samen ausgewählt, mit denen müssen wir arbeiten. Das ist... Okay, mit... Ich weiß nicht, was das da für eine Blume da vorne ist. Ich wähle mal noch meine normale Blume aus. Ja, die Erbsenkanone. Dann noch die Kirschbombe. Ein paar darf ich noch. Ja, den Matschkürbis und... Dann noch die Sternfrucht. Nee. Noch mehr Verteidigung. Was bist du? Ich weiß nicht, was du bist und was du machst. Ich sehe so vor, dass sind jetzt hier nur 5 Reihen statt 6. Ich dachte, das mit den 6 Reihen wäre nur... Er kann dann nicht unter die Flossen, aber ich glaube, die 6 Reihen wären doch nur in Welt 5. Oder ist Welt 1 und 2 auch nur 5 Reihen, erst dann ab Welt 3 kommen 6 Reihen. Das kann es auch sein. Dass nur Welt 3, 4 dann 6 Reihen haben. Mit Auswahl, die wir bekommen haben, bin ich schon sehr zufrieden. Wird nicht immer so eine gute Auswahl sein. Krieg ich doch eine Sonne? Ehre. Wie ich das gesehen habe, wissen wir Level 1-1 und das nur die normalen Zombies, die hier aufkreuzen werden. Das habe ich sonst in der Vorschau nicht mehr sehen können. Was ist hier keins? Ah! Ich muss jetzt hier mal Matschkürbis setzen. Okay. Ich sag mal Zettel bei Verlangsamung. Ja, ich glaube Level 1 wird ich Rede wert sein, das sind ja nur die normalen Zombies. Mal dich auf Magus Koffer mal platzieren, was bist du? Weiß ich, was du bist. Jetzt bist du nichts mehr. Sagen wir mal Zeit für eine erste Verteidigungslinie an Nüssen.
Cooldown. Nicht so spektakulär. Ich schon hier eine Nuss planten. Eine Kirschbombe, sobald da ein paar gespawnt sind. Ich krieg was Geld. Yay. Noch mehr Zombies. Wir haben schon hier diese useless Pflanze. Kein Mensch weiß, was du bist. Machen wir mal hier mal die Sternfrucht und dann noch. Für Notfälle da den Matschkönig. Ich gesehen habe, sind auch hier wieder nur Standard-Zombies, also spektakulär wird das jetzt auch nicht. So viel zum Hardmode. Jetzt so einen Spahn, nämlich jetzt kommt sicherlich der zweite Zombie. Los. Ehre. Okay, ich war schon auf Zombie Nummer 3. Der Cooldown. Sehe ich jetzt, was ich mir auch überlegt habe, ich platziere wohl die besonderen Pflanzen mal erst an den Rändern, wenn es sonst keinen anderen Grund gibt, weil bei der Mitte kann ich ja eine Kirschbombe setzen und dann hier die Mitte-Reihe so besiegen, aber die Ränder sind halt davon nicht betroffen, darum kriegen die Ränder jetzt zumindest einen besonderen Schutz. Außer bei der Schärfe, weil die ja in 5 Richtungen verschießt, sollte ich die mittig platzieren. Das macht mir keinen Sinn.
Stell dir so vor, sind die Sternfrühstück übelst gut. Oder da ist auch vom vorherigen Level sind die Zombies so früh gestorben. Ja, eins von beiden. Ja, ziemlich unspektakulär, was soll ich anders sagen. Seit 10 Stück Normalität. Sich große Zombie-Strömungen. Erstmal unterbunden. Geld. Die ersten Zombies mit Kegeln. Gibt dir, also Goldmünzen. Silber- und Goldmünzen, ja. Aber offenbar selten. Oh, selbe Reihe oder eins darüber? Ja, eins darüber. Bin ich gerade schon gefreut. Ah, das ist aber gut. Direkt sowas hier, was ich mir leisten kann. Soll es doch schaffen, oder nicht? Ja, jetzt schafft es definitiv. Eins, zwei, da bin oben zwei rein. Ein paar Sonnen. Ja, mal gucken, ob ich hier anderweitige Verteidigung einsetzen muss. Okay, passt ja auch so. Ich wollte jetzt ein bisschen auf Vorsicht gehen. Warten sollen. Gib mir das. Ach, ich muss gucken. Weil dann, dass es zu spät ist.
Damit soll ich doch allmählich durchkommen. Zeit für ein paar Sternfrüchte. Aber jetzt, wo die Zombies irgendwie doch mal diese Helme haben, tun wir mal ein bisschen länger überleben. Aber trotzdem. Auch trotz New Game Plus und den verbundenen Einschränkungen ist die Anfangslevel noch allesamt ziemlich easy. Wird, wenn hier eine Pflanze angeknabbert oder nicht? Ne, lautet die Antwort und ich krieg weiter schön ein bisschen Kohle. Okay, wieder mal genau dasselbe. Eine Wassermelone kann auch ganz nützlich sein. Ja, hier diese Triplinatoren, die waren ja auch ganz in Ordnung. Verlangsamung, Sprengkirsche und auf den schnellen Notfall. Dann gibt es halt jetzt eben keine Sternfrüchte, sondern die Melonengeist in dritter Reihe. Ich glaube, das ist auch nicht das verkehrteste sein. Gib mir was. Sehr gut. Jetzt platzieren wir einen Fehler. Und jetzt gönnen wir eins vom Himmel. Gut, muss doch früh genug sein. Sehe ich kein Rascheln, das heißt. Okay, Rascheln kommt. Von da unten. Hat etwas platziert. Umraschelt etwas. Oh nein. Es raschelte ein Helm-Zombie.
Dinge muss ich vernichten. Aber ich lasse noch mal ein bisschen. Zeitschinden sollte auch nicht das Verkehrteste auf dieser Welt sein. Nach einer Zeit kommen auch neue an. Wenn man zu viel Zeit schindet, mag das Spiel das auch nicht. Zeitschinden wird schon klar. Ich könnte sonst ziemlich schnell, ich sollte das eigentlich noch rechtzeitig hinkriegen. Ja, war doch schon mal knapper gewesen vorhin, oder nicht? Das in der mittleren Reihe. Und noch so ein, dann sollte ich eigentlich das Zeug dazu haben, um schon mal die erste große Welle ohne Problem verteidigen zu dürfen. Jetzt auf 300 zu spanisch, aber auch schon ein anderes Biest. Jetzt haben wir hier die OP Wassermelonen. Direkt den Hut. Beim Einmal kann man dann schon Abnutzungserscheinungen erkennen. Das wird interessant. Ich glaube, hier eine Melone fällig, wenn ich schnell genug killen will. Seht ihr schon, der Schaden ist enorm. Okay, dann wird die Meta nicht Sternfrüchte sein, sondern Melonen. Melonen sind die Antwort. Sollte ich eigentlich schon, könnte jetzt eigentlich AFK gehen. Also das soll mir jetzt schon passieren. Alles belassen, außer die untere Reihe werde ich jetzt einfach wegsprengen. Ja, wir so einen Sprengkörper rein. Hoffe ich mal, Matschkirby, das Spiel kommt mir dazu vor. Wir gehen im nächsten Part bowlen. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Dann sag ich aber an der Stelle, ciao Leute. Wie schmeckt ihr?